Ja, mein Name ist Holger Weihe. Ich bin bei der Linken in der Fraktion im Kreistag in Segeberg, und mache dort Ausschussarbeit und politische Arbeit. Und mit dem lieben Herrn habe ich heute ein Interview. Wir stehen als Menschen zum ersten Mal in der Geschichte davor, den Planeten unbewohnbar zu machen, weil wir die Umwelt zerstören. Da ich wohl noch mindestens die nächsten 60 Jahre auf diesem Planeten leben möchte und meine Kinder möglichst auch, ist meiner Meinung nach der Umweltschutz das wichtigste Thema unserer Zeit. Die größten Probleme sind Energieproduktion, Industrialisierung der Landwirtschaft, also Massentierhaltung, Monokultur und so weiter, und die Automobilindustrie. Also meine erste Frage: Wie steht Ihre Partei zu erneuerbaren Energien und wie wollen Sie den Ausbau vorantreiben? Ja, der erste Teil ist relativ einfach. Wir wollen erneuerbare Energien bis 2050 zu 100% mit Etappenzielen, wo wir noch ein bisschen von entfernt sind. 2020 wollten wir eigentlich schon 43% haben, werden wir wohl unter der jetzigen Politik nicht mehr erreichen. Und deswegen muss man auch ganz, ganz viel in diesen Bereich mit Kraft reingeben. Da sind allerdings ganz, ganz große Probleme vor, die das Ganze schwierig machen. Das Hauptsächliche ist, dass die Produktion und Versorgung der Bevölkerung mit Energieleistung in privater Hand ist. Konzerne, Unternehmen wollen Strom verkaufen, und wenn das eben halt mit Gas aus Fracking billiger geht, dann wird das benutzt, es sei denn, man setzt ganz klare Vorgaben und sagt, dürft ihr nicht mehr, oder eben halt für die Energiekonzerne auch klare Vorgaben zu machen, bis wann sie wie viel Strom mit produzieren. Ne? Sonst wird das Ganze nämlich extrem teuer, weil wir nicht nur die Infrastruktur aufbauen müssen, damit der Strom eben halt auch überall hinkommt, sondern auch noch die Gewinne der Konzerne mitfinanzieren. Deswegen bedarf es einer ganz erheblichen Reglementierung, wer wann wo was bauen darf. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass es eben halt auch für alle erreichbar und bezahlbar bleibt. Es ist zum Beispiel schlecht, dass man einfach nur sagt, gut, wir fördern Ökostrom, aber auf der anderen Seite nicht dran denkt, wie man den verteilt kriegt, sodass wir in der Nordsee große Windparks haben und dann riesige, dicke Leitungen legen müssen, damit in Bayern oder Baden-Württemberg dann dort die Atomkraftwerke abgeschaltet werden können. Ja. Und deswegen bedarf es einer Energiepolitik, die das beides miteinander verknüpft. Und vor allen Dingen darauf achtet, dass es eben halt auch sozial verträglich ist. Ja? Es reicht nicht aus zu sagen, gut, wenn du eine Windkraft irgendwohin bauen willst, dann kriegst du dafür den Strom bezahlt, sondern man muss eben halt dann auch mit sagen, wer kriegt denn die Gewinne davon? Ja? Und vor allen Dingen die Bürger zu beteiligen, die direkt davon betroffen sind. Wir kriegen das nicht hin, dass wir überall erneuerbare Energie mit aufbauen, wenn wir nicht gleichzeitig dafür sorgen, dass wir die Bürger dort mitnehmen. Und dann muss es eben halt auch für die Gemeinde, und zwar für alle Bürger der Gemeinde, von Vorteil sein, wenn sie Flächen ihrer Gemeinde für Windkraft mit freigibt. Zur Energiewende gehört nicht nur das Abschalten von Atom- und Kohlekraftwerken, sondern auch die Modernisierung von Häusern und bewussteren Bürgern. Denkt Ihre Partei darüber nach, Bürgern noch mehr Anreize zu schaffen, sich selbst Solarplatten aufs Dach zu bauen, ihr Haus zu modernisieren und Ökostrom zu beziehen? Ja, und zwar immer auch unter dem Gesichtspunkt, dass das regional ist. Das heißt, Förderung überall, wo das regional allen zugutekommt, weil dann sparen wir uns die dicken Leitungen überall durch die Lande und fördern eben halt nicht nur punktuell. Und es muss allen zugutekommen. Ganz Sehen Sie viele überhaupt Menschen. ein Problem in Dingen wie Bienensterben und Monokultur? Wenn ja, was will Ihre Partei dagegen tun?
Ja, das ist ja das Gesamtproblem, dass wir auch in der Landwirtschaft nach kapitalistischen Prinzip wirtschaften. Das heißt, es wird so angebaut, wie es den höchsten Ertrag bringt. Und wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, wer Biogas produziert, der kriegt vom Staat Zuschüsse. Und wenn es dann soweit ausreichend ist, dann wird eben halt dann nur noch Mais für Biogasanlagen oder für Benzinproduktion mit hergestellt. Auch dort muss man immer wieder mit gucken, auch im Bereich der Landwirtschaft, dass Landwirtschaft ja vor allen Dingen dafür da ist, Produkte herzustellen, die für die Bevölkerung mit als Nahrungsmitteln möglichst hochwertig sein sollen. Und wenn ich das dann nur dem Markt ausrichte, und zwar leider dann auch noch dem Weltmarkt ausrichte, dann werden eben halt die Produkte teuer, die schwerer zu produzieren werden, und die Produkte günstiger, die man gut produzieren kann, und zwar ohne darauf zu gucken, ob man über Monokulturen das macht. Und gerade Monokultur und der Einsatz von Pestiziden führt eben halt dazu, dass wir weniger Arten haben. Und da sind eben halt auch die Bienen, dass die dabei mit zurückgehen. Deswegen eben halt gucken, dass wir eine Produktion aufstellen, die vor allen Dingen den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommt. Will Ihre Partei etwas für bessere tierische Produkte tun, also Bioprodukte fördern, einen Mindestpreis für tierische Produkte einführen oder sowas in die Richtung? Also es geht genau in die gleiche Richtung wie die Frage vorher. Wir wollen eine Landwirtschaft fördern, die zuvörderst gute Lebensmittel für die Bevölkerung zur Verfügung stellt und dementsprechend auch für gute tierische Produkte fördern. Wenn man das dem Markt alleine überlässt, dann werden eben halt so viele Schweine wie geht in einen Stall gestellt, weil natürlich jedes Schwein, was da mehr reinpasst, mehr Profit bringt. Davon müssen wir runter, auch in der Landwirtschaft. Wenn einmal pro Tag alle Menschen auf Fleisch verzichten würden, wäre das großartig für die Umwelt. Der Vorschlag der Grünen, das zu tun, wurde jedoch in der Luft zerrissen. Deutschland könnte ein Vorbild auf der ganzen Welt sein und dabei würde niemand ernennenswert in seiner Lebensqualität beschnitten werden. Steht Ihre Partei einem Veggie Day positiv oder negativ gegenüber? Also es steht nicht in unserem Parteiprogramm, aber wir halten auch nichts davon, den Leuten irgendwas vorzuschreiben, was sie essen dürfen oder nicht essen dürfen. Wesentlich ist das, was wir bei der Landwirtschaft auch schon gesagt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir hochwertiges Lebensmittel produzieren und die dann so anbieten können, dass alle sich das leisten können. Und ich denke, gerade wie man das in Schulen machen könnte, wenn man eben halt Schulessen hat, dass man eben halt da gezielt drauf achtet, eben halt zu sagen, es gibt eben halt nur ein bis zweimal die Woche Fleisch, ein bis zweimal die Woche Fisch. Das ist das, was schon lange von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit empfohlen wird. Und das könnte man dann umsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass es da großen Widerstand geben würde. Es ist uns sicher allen klar, dass die Automobilindustrie ein riesiges Problemkind ist. Nicht nur, dass es generell kaum Forschung in Richtung neue Antriebe gibt, die deutschen Marken spielen auch noch ganz hinten mit. Mein Wille, mir als erstes Auto einen Hybrid- oder Elektrowagen zuzulegen, wird von der Autoindustrie nicht nur ausgebremst, sondern komplett zerstört. Mir ein Elektroauto zu kaufen, sollte kein ferner Traum sein, sondern einfach und billig. Das ist es aber absurderweise nicht. Daran leidet nicht nur die Umwelt, sondern auch viele Jobs. Will Ihre Partei neue Antriebsmöglichkeiten weiter fördern? Wenn ja, wie? Also das Erste ist natürlich, dass man sagen muss, dass Vorschriften offensichtlich alleine nicht reichen. Man muss sie auch kontrollieren und dann auch sanktionieren, wie wir das beim Dieselskandal jetzt sehen, dass über Jahrzehnte die deutschen Automobilunternehmen die Umweltauflagen unterlaufen haben. Und deswegen haben wir jetzt ein großes Problem dabei. Zur Förderung der Elektromobilität muss man sagen, es ist ja nicht die einzige Form, wie man emissionsarm oder emissionsfrei mit weiterkommt, sondern man muss eben halt auch andere Modelle mitprüfen, wie
Brennstoffzellen wie Wasserstoffantriebe und dieses vor allem mit der Energiewende koppeln. Das heißt, wenn irgendwo viel Strom produziert wird, weil wir einen Windpark haben, dann müssen wir gleich auf der anderen Seite dafür sorgen, dass das in andere speicherbare Form mit rumgeht. Und leider ist dort umweltmäßig die Batterie in Autos nicht unbedingt das Sinnvollste, sondern man muss eben halt alle Technologien aufbauen. Und die Technologieentwicklung, die muss eben halt auch abgekoppelt werden von Profitinteressen, stärker an den Universitäten gemacht werden, damit eben halt nicht das alles auf den Preis mitgeschlagen wird. Und wie bei jeder Forschung in privater Hand, der die Forschung betrieben hat, möchte sie über seine Produkte möglichst schnell wieder reinkommen. Und deswegen sind viele Neuerungen teuer, so teuer, dass sich das kein normaler Mensch leisten kann. Und da muss man eben halt dann mit eingreifen, dass man eben halt sagen kann, gut, die Elektroautos, die müssen eben halt dann auch sinnvoll sein oder ein Auto mit Brennstoffzelle muss eben halt auch so erreichbar sein, dass ich das eben halt garten kann. Und das haben wir gerade in der Automobilindustrie im Moment das Gegenteil davon, weil dort werden die Autos produziert, die man am besten verkaufen kann. Große, wenig umweltfreundliche Autos werden viel, viel mehr nachgefragt und dementsprechend bringen sie viel mehr Profit. Das ist das, was die Autoindustrie mit will. Und deswegen muss man das voneinander entkoppeln und sagen, die Forschung, die übernehmen wir und schöpfen das aber dann bei den Gewinnen hinterher wieder mit ab, damit der Kreislauf mit weitergeht. Will Ihre Partei die elektrische Ladeinfrastruktur weiter verbessern? Wie sehen dabei Ihre Ziele aus? Auch da muss man als erstes eben halt sagen, im Moment ist Elektrizität ja nicht emissionsfrei, sondern immer noch die Hälfte des elektrischen Stroms, der bei uns produziert wird, ist eben aus fossilen Energieträgern. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, auch ökologisch wenig Sinn, das jetzt auszubauen. Es macht nur dann Sinn, wenn wir auch sicherstellen können, dass der Strom aus den Ladestrom tatsächlich aus emissionsfreier Stromproduktion mitstammt. Erst dann können wir daran gehen, das mit auszubauen. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind, nochmal eine komplette Infrastruktur jetzt für Elektroautos mit aufbauen. Das wird auch nicht ökologisch mit werden, sondern wir müssen schon mitsehen, dass das mit verteilt wird, weil es ist eben halt nicht möglich, einfach die Kabel zu nutzen und dann dort überall dicke Ladestationen reinzunehmen, sondern da muss man leider dickere Kabel haben, um eben halt genügend Strom abzufordern. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, komplett die Verbrennungsmotoren durch die heutigen Elektroautos, die alle eben halt auch noch ihre sehr unökologisch produzierten Batterien mit enthalten, mit rüberzubringen, sondern das muss eine Konzeption sein, die das ganze Energiesystem mit reinbringt. Deswegen eben halt auch beispielsweise in die Wasserstofftechnologie. Ist eine relativ einfache Sache, dann, wenn man große Strommengen hat, den in Wasserstoff umzuwandeln. Ein bisschen problematisch ist im Moment noch der Transport und die Absicherung, weil Wasserstoff ist nun mal etwas, was hochexplosiv ist, so wie es mit Sauerstoff in Verbindung kommt und dann eben halt als Knallgas weggeht. Aber ich denke, das ist eine Sache, die man angehen muss. Alleine jetzt auf Elektromobilität zu setzen, ist genauso wenig zielführend wie auf irgendeine andere Option, so wie man es mit der Kernenergie ja gemacht hat, dass man ja gesagt hat, ja Mensch, eine tolle Sache, haben wir viel Möglichkeiten, Strom zu produzieren, aber wir haben leider nach wie vor keine Lösung, was wir denn mit dem Müll machen, der da anfällt.
weil das einen anderen. Und genauso ist es eben halt auch, wenn man jetzt auf eine Technologie setzt und sagt, wir machen jetzt nur noch Elektroautos, dann wird uns das irgendwann um die Ohren fliegen. Eines der momentan wichtigsten Themen ist die Digitalisierung. Nicht nur, weil ich zur Generation Internet gehöre und es toll fände, wenn mein Netz schneller wird, sondern weil das gesamte Leben der Menschen digital werden wird. Der Smart TV ist der erste Schritt auf dem Weg zur totalen Vernetzung und somit geht das Thema nicht nur Jugendliche etwas an. Erstmal die Standardfrage, was sind Ihre Pläne zum Netzausbau? Das Netz muss natürlich allen zugutekommen und das müssen die Konzerne, die das anbieten, eben halt auch auf ihre Kappe mitnehmen. Es geht nicht an, dass sich die Konzerne der Telekommunikation die lukrativen Standorte mit auspacken, dort gut Anschlüsse verkaufen, aber auf dem Land sagen, nee, das ist zu teuer. Die Privatisierung, die in den 90er Jahren stattgefunden hat, hat ja gerade dazu geführt, dass eben halt die teuren Standorte, wenn man eben halt weiter weg von den Datenautobahnen wohnt, sich kein Mensch mehr leisten kann. Dann nicht nur der Ausbau des Netzes ist wichtig, sondern auch die Preise. Die einzigen EU-Länder, in denen mobiles Internet teurer ist als in Deutschland, sind Rumänien und Zypern. Dabei sollen in ein paar Jahren selbstfahrende Autos mithilfe des Mobilfunknetzes fahren. Wie steht Ihre Partei dazu, die Preise für das Mobilfunknetz zu senken? Es ist ja auch wieder eine Frage des Systems. Solange wir das marktwirtschaftlich organisieren und die Konzerne ihre Gewinne daraus schöpfen, ergibt sich ein Preis, den eben halt dann alle, die das haben wollen, zahlen müssen. Wenn man das für eine so wichtige Sache hält, dann kann man das nicht den Interessen von Telekommunikationskonzernen überlassen, sondern dann muss man eben halt das mit staatlichen Mitteln machen und dort eben halt dafür sorgen, dass alle da einen Anschluss mitkriegen. Jetzt wird es etwas spezieller, nämlich etwas, was mich ganz besonders interessiert. Es ist, denke ich, ein offenes Geheimnis, dass auch unsere Geheimdienste ein paar Daten über uns sammeln und mit dem NetzDG beispielsweise wird der Eingriff der Regierung auf das Internet immer weiter ausgeweitet. Erste Frage, finden Sie Meinungsfreiheit im Internet oder die Kontrolle über die Inhalte wichtiger? Wichtiger ist die Meinungsfreiheit auch im Internet. Mit was wir haben müssen, ist, dass wir eben halt, wenn Straftaten da begangen werden, das auch mit ausnutzen. Dass nur die Regierung Daten sammeln, ist ja nur ein kleiner Punkt, sondern es da sammeln ganz, ganz viele Menschen Daten. Und deswegen ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass das, was man als Daten ins Netz stellt, dass man das auch öffentlich mit vertreten kann, und zwar weltweit. Zweitens, finden Sie, es sollte Backdoors für Geheimdienste geben, um Chats mitzulesen? Wie stehen Sie dazu, Bargeld abzuschaffen, Kameras mit Gesichtserkennung zu benutzen und zum Bundestrojaner? Kurzum, ist Ihnen Privatsphäre oder Sicherheit wichtiger? Das ist ja ein ganzes Bündel von Fragen, was miteinander zusammenhängt. Ich denke, dass es notwendig ist, dass auch die Polizei oder Strafverfolgungsbehörden mit Zugang im Internet haben, um eben halt Kriminalität mit aufzudecken und verfolgen zu können. Dazu müssen sie auch mit gut ausgestattet sein. Wichtig darüber ist, dass beim allen staatlichen Datensammeln auch immer eine demokratische Kontrolle da ist. Deswegen haben wir zu dem ganzen Bereich der Geheimdienste auch eine eher reservierte Bedeutung, weil die Geheimdienste häufig eben halt andere Interessen verfolgen als das, wofür sie ursprünglich mal aufgebaut worden sind. Deswegen bessere Kontrolle der Geheimdienste und auch aller anderen, die in die Privatsphäre von Bürgern eingreifen. Das darf in meinen Augen tatsächlich nur mit Gerichtsbeschluss und bei einem ausreichenden Anfangsverdacht bestehen. Und da geht es nicht, dass man einfach mal so blind überall Daten sammelt, irgendwo bleibt was hängen.
Das ist ein zu weitgehender Eingriff in die Privatsphäre. Sagen Sie als Partei, alles was fortschrittlich aussieht, ist gut oder haben Sie noch eine Hemmung, wirklich alles zu vernetzen? Also ganz grundsätzlich, alles was fortschrittlich aussieht, ist nicht gut. Das stimmt nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Fehlentwicklung von dem, was man für fortschrittlich gehalten hat. Man muss immer darauf gucken, dient das, was man als Fortschritt ansieht, wirklich allen Menschen oder ist es nur ein Punkt, dass sich einige dann da ihre Interessen mit durchsetzen können? Dann kommt noch eine sehr spezielle Frage. Mich würde es sehr freuen, wenn es ein Recht auf Privatsphäre in unser Gesetz finden würde, um uns gegen massige Datensammlungen seitens Google und Co. zu schützen. Gibt es Ihrerseits Pläne, etwas für oder gegen die Privatsphäre der Leute zu tun? Ja, es gibt ein Recht auf Privatsphäre. Ergibt sich auf dem Grundgesetz, zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Telekommunikationsgeheimnis sind ganz klare Grenzen, in denen wir uns bewegen müssen. Und da sind wir dagegen, das immer weiter auszulöchern, sodass wir eher es befürworten, strengere Regeln einzuhalten, als dass wir dem Staat freie Hand geben, jeden auszuschnüffeln. Nicht nur dem Staat, sondern auch den Konzern, das auszuschauen, sondern dass man da schon ziemlich enge Grenzen setzt. Dann kommen wir zu etwas, das indirekt mit Digitalisierung zu tun hat, dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir stehen laut vielen Wissenschaftlern vor einer Massenarbeitslosigkeit, weil künstliche Intelligenzen und Roboter uns ersetzen. Quasi der Untergang des Kapitalismus, wie ihn Karl Marx prophezeit hat. Was gedenkt Ihre Partei dagegen zu tun? Denkt Ihre Partei, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Lösung sein könnte? Ja, eines der wesentlichen Dinge in unserem Sozialprogramm ist eben halt das bedingungslose Grundeinkommen, weil es tatsächlich für alle absichert, dass sie in unserer Gesellschaft mit überleben können und das nicht immer an kompliziertere Regeln gebunden wird. Es gibt kaum noch jemanden, der das Sozialgesetzbuch, was mittlerweile 12 Bände hat, noch als Ganzes mit versteht, noch nicht mal die Juristen. Deswegen haben wir so viele Probleme damit. Ganz, ganz vieles würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen mitgesichert werden, weil dann das Mehrarbeiten auch nicht mehr unter den Bedingungen stattfinden muss, dass man alles annehmen muss, was irgendwie machbar ist. Also für 5 Euro oder jetzt 8,84 Euro mit irgendwelche Öltanks zu schrubben, sondern wenn das Arbeiten sind, die keiner machen will, weil sie so schrecklich sind, dann müssen sie auch besser honoriert werden. Das ist ja das, was wir auf dem ganzen Niedriglohnsektor heute eben halt haben. Es sind eigentlich alles Arbeiten oder viele Arbeiten, die keiner machen will. Und wenn die dann noch zusätzlich schlecht bezahlt werden, dann kann man eben halt auch nicht sehen, warum das noch jemand machen müsste. Und diese Lohndrückerei geht ja auch nur darum, dass der jeweilige Unternehmer eben halt mehr Profite machen will. Und dann noch eigene Worte zu Digitalisierung und Internet. Ja, Digitalisierung und Internet spielt bei uns nicht so die Rolle für alle, sondern vor allen Dingen in dem Bereich, zu dem wir gleich kommen, in der Bildung. Dort ist es ganz wichtig, dass alle lernen, damit umzugehen und auch die Mittel zu haben, um eben halt die Fortschritte, die wir durch Internet und Digitalisierung haben, auch mit umsetzen zu können. Jetzt zum Thema, das Jugendliche meines Alters besonders interessiert, Schule. Erstmal die Standardfrage, G8 oder G9? Wir sind für eine Schule für alle und die dann auch für alle gleich lang ist, dass man nach 10 Jahren Grundbildung dann in ein gefächertes System von Bildung mit reingeht, sodass sich die Frage G8 oder G9 für uns eigentlich gar nicht stellt, weil es das Gymnasium als solches
in unserem System eben halt nicht mehr geben sollte. Jeder, der ein paar Minuten in einem Schulgebäude verbracht hat, wird bemerkt haben, dass es den meisten Schulen finanziell nicht so wirklich gut geht. Die Finanzierung von Schulen variiert ja von Bundesland zu Bundesland und von Schule zu Schule. Wollen Sie das Bildungsbudget für Schulen nochmal erhöhen, für alle Schulen deutschlandweit gleich viel Budget festlegen oder den Schulen anderweitig helfen? Das ist ja eine schwierige Frage, weil sie sich aus dem Grundgesetz und dem föderativen System, also Bundesländer auf der einen und Bund auf der anderen Seite, mit ergibt. Das ist etwas, was schon ganz, ganz lange Zeit mithakt. Wofür wir sind, ist tatsächlich, dass der Bund den Ländern mehr Mittel zur Verfügung stellen kann, um die Situation für alle mit zu verbessern. Aber wir werden das im Grundgesetz nicht so umsetzen können, dass wir sozusagen das staatlich regulieren. Wenn jetzt ein Vorschlag kommen würde, dass das Kooperationsverbot aufgehoben werden soll, würden Sie dann da im Bundestag zustimmen oder nicht? Wir würden da zustimmen, wenn es sicherstellt, dass Bildung überall den gleichen Wert mit hat. Es steht nirgends geschrieben, aber es ist kein Geheimnis, dass Abschlüsse aus manchen Bundesländern mehr geschätzt werden als andere. Möchte Ihre Partei irgendetwas dafür tun, dass die Abschlüsse aus verschiedenen Bundesländern gleich viel wert sind? Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass sie tatsächlich gleich viel wert sind. Wenn Sie in Hamburg ein Abitur mit 1,9 machen, dann können Sie sich auch an einer Münchner Hochschule bewerben, genauso wie der Münchner Schüler sich dort bewerben kann. Dort ist es mit gleichgewichtig. Dieses Geheimnis oder die unterschiedliche Wertschätzung, die ist ja politisch ganz, ganz schwierig zu beeinflussen. Na, wenn jemand behauptet, das Bremer Abitur sei schlecht, dann können Sie ihm nicht per Gesetz sagen, stimmt aber nicht, es ist genau das Gleiche, sondern da muss man eben halt tatsächlich mehr für tun, dass man tatsächlich das auch vergleichbar mit hat. Und das kann eben halt zurzeit nur über die Kultusministerkonferenz mitmachen, dass man eben mal sagt, gut, wir einigen uns darauf, dass bis zum Abitur die und die Inhalte in allen Bundesländern gleich sind, nach Möglichkeit eben halt auch in den Klassenstufen noch mit gleich ist, damit man nicht das Problem hat, wenn jemand von Schleswig-Holstein nach Hamburg in die Schule geht, dass er dann möglicherweise in Geschichte zweimal das Mittelalter mit hat, aber dafür vom Nationalsozialismus nichts weiß, weil das in den Lehrplänen unterschiedlich mit drin ist. Viele Länder wie Schweden und Norwegen haben richtige Vorzeigeschulen mit vollkommen neuen Lernkonzepten und ganz anderen Ansätzen zum Lernen. Hierzulande wird auch immer wieder kritisiert, dass ich nach der Schule nicht weiß, wie ich eine Steuererklärung schreibe oder dass ich alle grammatikalischen Regeln einer Sprache kenne, aber sie kaum sprechen kann. Wird unter Ihrer Regierung in den nächsten 10 Jahren eine Revolution des Schulsystems kommen? Wenn wir mehr Einfluss haben, dann wird es überall eine Schule für alle geben, die sich an den Bedürfnissen auch der Schüler und der Bevölkerung orientiert und nicht darauf aus ist, einen bestimmten Output für die Wirtschaft zu erbringen. Möchten Sie zum Thema Schule und Bildung selbst noch was sagen? Nein. In Deutschland gibt es eine riesige Schere zwischen Arm und Reich. Nicht nur die Schere an sich ist ungerecht, sondern auch die Aufteilung der Steuerlast. Große Unternehmen zahlen in Steueroasen quasi nichts. Wie steht Ihre Partei dazu, eine Reichen- bzw. Vermögensteuer einzuführen? Ganz klar, ja. Die, die mehr Möglichkeiten haben, müssen auch stärker belastet werden. Vor allen Dingen eben halt hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen. Hat Ihre Partei ein Konzept dazu, wie Sie die berüchtigte Schere zwischen Arm und Reich wieder anhalten und verkleinern wollen? Ein Punkt ist zum Beispiel eben halt das Steuersystem. Das Einkommensteuersystem bietet die besten Möglichkeiten, die Steuern eben halt ausgleichend mit einzusetzen. Wer wenig verdient, zahlt heute schon kaum Einkommensteuer, aber zum Beispiel Mehrwertsteuer und damit teilweise mehr als jemand, der 1 Million verdient, der eben halt
nur einen bestimmten Steuersatz zahlt, viele Möglichkeiten hat, auch sein Einkommen der Steuer gegenüber zu vermindern, indem man das über Grenzen hinweg verschiebt. Und deswegen brauchen wir ein Steuersystem, das erstens möglichst einfach alle an den Einkommen mit erfasst, wie eben halt auch an den Vermögen, und was auf der anderen Seite möglichst alle Schlupflöcher schließt. Erst dann haben wir ein gerechtes Steuersystem. Wenn es so weitergeht wie jetzt, werde ich als Rentner an extremer Altersarmut leiden. Was gedenkt Ihre Partei dagegen zu tun? Noch eine Stütze der Rente zu den bisherigen Modellen, alles so lassen, wie es ist, den Rententopf wieder für alle vereinheitlichen? Erstmal sind wir dafür, dass wir wieder ein einheitliches Rentenalter von 65 mitkriegen, was auch heute schon nur ein ganz, ganz kleiner Teil erreicht. Die meisten scheiden bereits vorher aus. Und leider diejenigen, die wenig haben, die müssen am Ende am längsten noch mitarbeiten. Und wir müssen die Grundlage, aus der sich die Rente speist, mit verbreitern, dass wir alle Einkommensarten mit erfassen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass jemand nur einen kleinen Job irgendwo hat, damit eben halt in dem Sozialsystem mit drin ist, für was weiß ich, 1000 Euro im Monat, mit alle Vorteile des Sozialsystems hat, aber nebenbei Einnahmen aus Kapitalvermögen hat, die ein Mehrfaches dessen sind, dafür aber nichts zahlt und möglicherweise dann nachher auch noch mit auf Sozialleistung zurückgreift, weil er möglicherweise sein Vermögen verspekuliert hat. Wie steht Ihre Partei zum Zweiklassensystem der privaten und gesetzlichen Versicherung in unserem Land? Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil Gesundheit ist ein Gut, was man nicht marktwirtschaftlich regulieren kann, sondern jeder hat ein Recht darauf und dementsprechend soll es zumindest für die Grundleistung der Gesundheit, also Arztbesuche, Medikamente, mit einer einheitlichen Versicherung mitgeben. Wenn jemand gerne Wert legt, dass er ein Einzelzimmer im Krankenhaus bekommt, dann kann er das gerne privat mit versichern. Aber dass es dort ein extra Versicherungszweig gibt, der noch weit auseinanderklafft, gerade auch in den Kosten mit, das ist nicht gerecht. Und dann wollen Sie zum Thema Armut noch selbst was sagen? Nein, ist eigentlich schon soweit gesagt. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar: Deutschland ist das Land des Alkohols. 1,8 Millionen Deutsche sind Alkoholiker, jährlich sterben 74.000 Deutsche an den Folgen von Alkoholkonsum. Für eine Menge Jugendlicher ist es nicht nachvollziehbar, warum Alkohol erlaubt und toleriert ist, aber Cannabiskonsumenten in die Kriminalität gezwungen werden. Ihrer Auffassung nach ist Cannabis weniger gefährlich als Alkohol und hat eine positivere Wirkung. Zudem haben Staaten, in denen Cannabis bereits legal ist, bewiesen, dass es kaum eine negative Wirkung gibt. Das Wort legalisieren wird ja generell ungern benutzt. Aber wie steht Ihre Partei zur Toleranz und dem geregelten Verkauf von Cannabis? Es macht durchaus Sinn, das freizugeben, weil dann ist es auch viel, viel besser zu kontrollieren. Eines der Probleme beim Cannabis ist ja immer die Behauptung, das wäre eine Einstiegsdroge. Aber es ist nur deshalb eine Einstiegsdroge, weil sie im gleichen illegalen Milieu mit stattfindet. Wenn ich sie da rausnehme, dann wird es eine legale Droge, wie von Alkohol oder auch Tabak. Und dann lässt sich das sehr viel besser kontrollieren, weil das Problem der Abhängigkeit, das ist ja nicht das Problem, dass dort Drogen sind. Es sind mittlerweile ganz, ganz viele internetabhängig. Aber deswegen muss man ja nicht gleich das Internet verbieten, damit keiner davon abhängig wird. Dann ist mir jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, die habe ich der Dame von den Grünen nicht gestellt, aber das finde ich jetzt trotzdem ganz interessant. Das wird bei den Grünen nochmal in der Videobeschreibung stehen, was sie dazu denken. Wie ist denn Ihre Position zum Wahlrecht 16? Ja, bin ich eindeutig mit für. Gerade wenn ich mir das jetzt hier angucke,
junge Menschen sind in der Regel viel, viel informierter als Menschen, die die Schule schon 20 Jahre mit verlassen haben. Und deswegen gibt es für mich keinen Grund, ihnen das Wahlrecht zu versagen. Gut, und zum Schluss des Interviews können Sie mir in 4 Sätzen oder weniger sagen, wofür Ihre Partei steht und warum ein Jugendlicher sie wählen sollte? Ja, wer eine wirklich gerechte Gesellschaft haben will, die abgehängt sind, nicht vergisst, sondern mitnimmt und für alle da ist, der kann nur die Linke wählen, weil die Linke die einzige Partei ist, die dort ein durchgehendes Konzept hat, um diese Gerechtigkeit mit aufzubauen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview. Vielen Dank an Marius, der uns das ganze wunderschöne Equipment hier geliehen hat. Deswegen ist das Video so toll ausgeleuchtet. Und an Isaiah und Marlene Jakob dafür, dass sie mir geholfen haben beim Film und so weiter. Hier seht ihr jetzt noch ein Video davon von Simplicissimus, warum Kapitalismus nicht funktioniert. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Isaiah und Marlene Jakob, das hat ja, das ist ja Geschwister.